Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Hamburgerinnen und Hamburger, dieser Wahlkampf ist kurz, heftig und kalt. Die Linke hat einen engagierten Wahlkampf hingelegt. Unglaublich viele Mitglieder sind aktiv, sind auf der Straße an den Infoständen und führen unglaublich viele Gespräche. Wir haben über zehntausende Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürgern geführt. Und unser Wahlkampf ist auch anders als der von den anderen Parteien. Alle A1 und A0-Plakate, die in der Stadt stehen, sind von den eigenen Mitgliedern aufgestellt worden. Wir haben alles mobilisiert, was wir konnten. Und alle, die dazu in der Lage waren, haben mitgemacht. So muss es sein. Das ist großartig. Oskar Lafontaine hat mal gesagt, nur wenn man selbst von einer Idee begeistert ist, kann man auch andere begeistern. Und das hat die Hamburger Linke in diesem Wahlkampf gezeigt. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir wieder in die Bürgerschaft einziehen mit einem guten Ergebnis und dass wir in alle 7 Bezirksversammlungen auch wieder mit einem guten Ergebnis einziehen. Im Wahlkampf stand für alle das Projekt Die Linke, was ja noch relativ jung ist, im absoluten Vordergrund. Wir haben ein Fairnessabkommen gemacht in der Partei. Das heißt, alle Kandidatinnen und Kandidaten haben ein Fairnessabkommen unterschrieben. Ich habe inzwischen das Gefühl, das wäre bei uns gar nicht nötig gewesen, weil alle, die kandidiert haben, haben für Die Linke gekämpft und nicht für sich selbst. Das war in anderen Parteien offenkundig anders. Und das Wahlrecht verführt ja auch dazu. Aber wir haben solidarisch zusammengestanden und für unser Projekt gekämpft. Große Solidarität haben wir auch aus den anderen Bundesländern erfahren, insbesondere aus Berlin. Dafür sage ich mal für alle einen herzlichen Dank. Und ich verspreche auch, dass die Hamburger Linke sich bei den nächsten 6 Landtagswahlkämpfen revanchieren wird, in die anderen Bundesländer fahren wird und dort auch die Ärmel hochkrempeln wird. Inhaltlich unterscheidet sich unser Wahlkampf von den anderen Parteien eklatant. Wir haben keine einzelnen Kopfplakaten stehen, außer einem einzigen. Und da steht oben drüber, Klugscheißer früh fördern. Das ist unser einziges Kopfplakat. Und das finde ich, das ist prima. Wir haben die politischen Botschaften plakatiert und die Rückmeldung, die wir an den Infoständen hören, in den Betrieben hören, von den Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, das ist richtig, bei euch wissen wir, was ihr wollt, bei den anderen sehen wir nur Köpfe und die sind austauschbar. Wir sind die Einzigen, die den Bürgerinnen und Bürgern reinen Wein einschenken. Und wir sagen klipp und klar, mit Kürzungen können wir die Haushaltsprobleme in dieser Stadt nicht in den Griff kriegen. Ganz im Gegenteil, dadurch wird die soziale Spaltung in dieser Stadt noch stärker. Wir sehen nirgendwo im öffentlichen Dienst Kürzungspotenziale. Überall ist eine Arbeitsverdichtung und es fehlen Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst. Wir sind für eine Aufstockung und wir werden alle, die versuchen wollen, dort zu kürzen, da werden wir uns gegen wehren. Und Verdi haben wir da stramm an unserer Seite. Ole von Beuys hat in seiner letzten Regierungserklärung im Juni 2010 gesagt, wir haben alle über unsere Verhältnisse gelebt. Und damit hat er eingeleitet ein Kürzungsprogramm. Und ich sage ganz klar, weder die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch nicht die Beamten und Beamtinnen in Hamburg haben über ihre Verhältnisse gelebt. Vielleicht Ole von Beuys, das könnte ich mir gut vorstellen. Und er hat damit begründet, dass er das Weihnachtsgeld für die Beamten ab A13 und ein bisschen drunter ein bisschen abkürzen will. Und wir haben als einzige Partei ganz klar gesagt, wir machen das nicht mit, dass diese Sonderzahlung den Beamten gekürzt wird. Es ist eine Gehaltskürzung, die beträgt ungefähr 3 bis 8%. Das sind Sonderzahlungen, das ist Bestandteil des Gehaltes. Und wir sagen Finger weg vom Weihnachtsgeld. Und wir unterstützen dabei den Beamtenbund, den DGB, die GEW und die anderen Gewerkschaften auch. Und ich hoffe, Sie werden uns da durchsetzen. Wir sind der festen Überzeugung, es führt kein Weg dran vorbei,
dass wir mehr Steuereinnahmen bekommen. Wir brauchen endlich gerechte Steuern. Davon ist Hamburg Lichtjahre entfernt. Und wir sind dann nicht mehr in der Lage, Politik zu gestalten. Gesine Lötsch hat darauf hingewiesen. Ich sage immer, wenn das so weitergeht, dass wir nur noch 7%, dann 5% des Haushaltes zur politischen Gestaltung haben und dann noch die Schuldenbremse, dann brauchen wir kein Parlament mehr. Und da hat Gesine Lötsch recht, dann sind wir am Ende der Demokratie angelangt. Dann brauchen wir in Hamburg nur noch einen Buchhalter zu wählen. Und das machen wir nicht mit. Im Dezember 2010 hat eine PISA-Studie noch einmal ganz deutlich gesagt, Deutschland hat eines der ungerechtesten Schulsysteme auf der ganzen Welt. Und auch in Hamburg ist es so, dass das Elternhaus darüber entscheidet, ob es einen Schulerfolg, einen Schulmisserfolg, einen guten Einstieg in den Beruf gibt oder nicht, mit steigender Tendenz. Und daran hat der Volksentscheid kein bisschen geändert. Und wir wollen unbedingt Bildungsgerechtigkeit und dafür kämpfen wir nach wie vor. Und auch Bildungsgerechtigkeit kostet Geld. Wir treten ein für Gebührenfreiheit von der Kita bis zur Hochschule. Und deshalb heißt es ganz klar, ohne Steuergerechtigkeit keine Bildungsgerechtigkeit. Hamburg ist eine sozial zutiefst gespaltene Stadt. Das merken insbesondere die, die mal ein paar Tage hier sind und die Stadtteile fahren, wie jetzt Gregor Gysi. Er wird es selbst noch sagen, er war wirklich entsetzt über die sozialen Gegensätze in dieser Stadt. Wir sind die Hauptstadt der Millionäre, wir sind aber auch die Hauptstadt der Leiharbeit. Keine andere Großstadt hat so viele Leiharbeiter wie Hamburg. Wir haben 345.000 Menschen, die von Transferleistungen leben und wir haben mit steigender Tendenz inzwischen 37.000 Aufstocker, 7.500 Menschen bekommen 1-Euro-Jobs und 40.000 Wohnungen im bezahlbaren Niveau fehlen schlicht. Ein Viertel der Kinder in Hamburg leben unter der Armutsgrenze. Und Kinderarmut, das ist Elternarmut. Und wir haben viele Hamburgerinnen und Hamburger, die sind so arm, dass sie nicht in Würde leben können. Und wir wissen, woher das kommt. Die Ursache ist die Agenda 2010. Und in dieser Stadt will jemand Bürgermeister werden, der Architekt von dieser Agenda ist, Olaf Scholz. Und wir müssen ihm die rote Karte zeigen. Und nicht nur, dass die SPD nichts dazugelernt hat und sich auch noch nicht mal entschuldigt hat, jetzt haben sie auch noch Frank Horch, den ehemaligen Präses der Handelskammer, der ausdrücklich gesagt hat, die Agenda 2010, das war eine gute Sache und die SPD und Herr Scholz sollte da nichts dran ändern. Der soll jetzt auch noch Wirtschaftssenator werden. Da wissen wir, was auf uns zukommt und wir werden nicht locker lassen. Wir werden auch hier in Hamburg immer wieder fordern. Hartz IV muss weg und zwar sofort. Es gibt keine soziale Gerechtigkeit ohne Steuergerechtigkeit. Und deswegen haben wir auf allen Plakaten plakatiert, um Steuern nicht kürzen. Und es bleibt dabei, egal wer nach dem 20. Februar in Hamburg regiert, Hamburg braucht eine starke Opposition. Und das kann nur die Linke, das können nur wir. Die Hamburgerinnen und Hamburger wissen, je stärker die Linke, desto sozialer die Stadt. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben jetzt noch 24 Stunden Zeit bis zur Wahl. Wir sollten die Zeit nutzen, um noch für jede Stimme zu kämpfen. Ich tue es jedenfalls. Danke.